Minibox, 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 Minibox. Je öfter man was sagt, desto weniger klingt es nach was. Minibox, Minibox, Minibox. Is that Mahogany? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mermaid Swamp, hier 93 Stufe. Im letzten Teil sind einerlei komische Sachen passiert. Sumpfwasser, was in der Badewanne auftaucht, Wasserpflanzen, die im Auspuff gefunden werden, Yuka wird irgendwie krank und jetzt sind wir hier in einem Traum aufgewacht, wo wir unter Wasser sind. Was ist das? Was there something there? It went... toward Yukas Room. Oh no. Oh no, you don't. Oh no, you don't. Lass ihn in Ruhe, was immer du bist. Ach du Schande. Phew, just a dream. What an awful dream. Alter, die hat ein Auge gehabt wie ein toter Fisch. Sicher, dass es nur ein Traum war? Ich hab meine Bedenken, ob das wirklich nur ein Traum war. Es ist mitten in der Nacht. Yuka, geht's dir gut? Yuka? Hey, Yuka, it's morning. You feeling... Was ist das für ein Google-Sound? Das ist nicht mein Magen. Ich weiß nicht, wie mein Magen klingt. You feeling a little better yet? We can go to the hospital if it's bad, okay? Yuka? Yuka, hey, come on! Ich habe... Ja, das wäre auch meine Reaktion. Gut, nicht in dem Alter, was ist das für ein Bild? Nicht in dem Ton, aber trotzdem. Ach du Schande, die ist angeschwollen wie sonst was. Yuka? What happened to you? You're swollen. Hey, what the hell? Rin, call an ambulance. Ambulance? There's a phone in the living room. Call an ambulance. Hurry. Ist ja gut. I heard on one hell of a scream. What's wrong? We gotta call an ambulance. Yuka? Hold on, I'm gonna go look. Oh shit. Das ist nicht gut. Nö. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich ein Ambulance helfen kann, oder? Living Room. Ich bin total falsch. Oh Jesus. Das ist nicht schön, das ist nicht gut, das ist die Toilette! Ich könnte zwar mich gleich grübeln, aber nein, das ist es nicht. What's the number of an ambulance? Right, 119. What? I don't hear a thing. The wire is connected for sure. Is this thing busted? Piece of... This ain't the time. Oh yeah, my cell's charging. I call an ambulance with that. Wie geht's ihr? What you standing around for? Quick, call an ambulance. There's a phone in the living room. Nö, das geht nicht. Ich muss mein Telefon nehmen. Wenn es überhaupt hier lädt. Okay, 119, right? Come on. Out of battery? But it's plugged in. It's freaking charging. Damn it. What the hell's going on? We can call an ambulance without a goddamn working phone! Ich glaube, in solchen Momenten sollte ich nicht mal versuchen, die Mädchenstimme zu sprechen, sondern einfach nur das Gefühl rüberbringen. Und ganz ehrlich, in so einer Situation, da wäre ich auch völlig fassungslos, weil ich nicht wusste, was zu tun wäre. Just what the hell happened to Yuka? Her body's all swollen. Makes her almost seem like a corpse. Shut the hell up! Yuka is sure as hell not dead! She's still breathing and all that!
Wirklich? Sorry. Hey, what about Zaitaro? Where'd he go? He's off looking for nearby villages or towns, or anywhere we can call a hospital. Villages? Towns? No way is there any in walking distance. We didn't see any in the car, right? And besides, in this fog, there's no way. When you can only see a few meters ahead, you'll never find anything. The hell do you propose, then? You wanna leave Yuka how she is? You shut the hell up right now, I'll make you! Ist verständlich, dass du so reagierst, Rin. Ja, aber dafür kann der liebe Yuta nichts. Zaitaro, how did it go? No good. I can see a thing with this heavy fog. I feel lucky I even made it back. Damn it, you did look, right? Course I did. But this fog just makes it impossible. I don't dare walk out there without any guidance. Actually, the old man was really insistent about not walking around out there. I guess that's what he meant, huh? Well then what? Yuka might... What if she dies? I don't want that to happen. No, Yuka's fine. I don't think she'll die. Bist du ein Arzt oder was? Hä? Is that really true? She's got a steady pulse and breathing and no fever. Nothing wrong other than the external stuff. So she does keep muttering that she's cold. Also, all ihre körperlichen Anzeichen sind normal. Sie ist nur äußerlich verändert. Und sie fühlt sich kalt? Not that it's any reason to leave her be. We've got to get her to a hospital soon. If we just had a map, we could walk through the mountains. How about we look for one now? Das ist eine Idee. Eine Karte. Sicher, wenn es kein GPS gibt, dann eine Karte. Alright, I'm sure we'll find one if we split up the search. Wahrscheinlich ist eine oben, wo man über die Treppe gehen muss, aber wo wir nicht hin dürfen. Hey, hold on, Zaitaro. But the phone not working and the charger neither. Do you know why that happened? I don't know why the phone won't go through. But the charger won't work cause the power's out. This house power, that is. Hä? Der Strom ist weg? Es sah auch ein bisschen dunkel hier aus. Maybe it's an outage or the guy forgot to pay his bill. Either way, power's out. You can see how dark it is without the lights, right? Yeah. Yeah, you're right. But why? We had power yesterday. Don't have a clue. Still, Yuka takes priority right now. Gotta find that map. Yeah, I got it. Let's search the house together. Yuka, we gotta help her quick. Yeah, right. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich schon mit meinen Frame-Drops. What happened? Ambulance? A prank? 31%, also schon wieder ein bisschen was passiert. Und das, was passiert ist, gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Shelves. Hat die Uhr gerade gezittert? Oder sah das nur für mich so aus? Yuka, are you saying something? Cold? Yuka's cold? Maybe you should warm up the room. I mean, there is a fireplace. A fireplace? If I had fire and firewood, I could warm the room up. But not knowing what Yuka's condition is, should we? Gotta think about this. Wenn ich mich richtig erinnere, es hieß ja, die Meerjungfrau in der Legende hat sich auch körperlich sehr verändert. Wenn sie, sag ich mal, jetzt diesem Fluch ausgesetzt ist und sie
wahrscheinlich auch das Aussehen einer Meerjungfrau angenommen hat oder vielleicht sogar die Eigenschaften, wäre vielleicht das an, wäre das Heizen des Raumes schlecht, weil sie austrocknen würde? Ich glaube, das mit kalt vielleicht... What? Was war das? Was war das? Latch Dresser. Got Key. Bitte was? Key for the bedroom. Wie habe ich den auf einmal gefunden? Yuka, hast du mir geholfen? Also ich glaube, wir sollten ihn nicht anmachen, weil... It's locked. Huh. A key for the bedroom. But welchem? Oh, jetzt dürfen wir hochgehen. Nice. Und wieder die Jungfrauen. Und alle liegen die im Wasser. Alle. Hey, hey. Gut, also ich hab wahrscheinlich einen Schlüssel für einen Raum, der hier oben ist, hä? Ja, Saitaro, was gibt's? Yo, Saitaro, found any maps yet? Nah, nothing yet. But the study seemed like a likely place. I check here, you look around elsewhere. What's up? Yuka, why the hell that happened to her? I mean, it's flat out ridiculous, right? For body to suddenly swell up like that. I was wondering about that too. I thought maybe allergies, but the swelling's way too bad. Even an infection. She's still okay, so I can't imagine that. How about you? Any ideas come to mind? Sie hatte diesen Traum gehabt, mit diesem Geist, im Wasser. No, that was just a dream. It wasn't real. Aber du hattest ihn gehabt, also manchmal haben Träume auch eine Bedeutung. Sorry, I got nothing. Yeah, figures. For the time being, look for that map and ask me if you need anything. Yeah, got something to ask? Yuka's room fireplace. Machen wir mal. Think I should start the fireplace in Yuka's room? She seems super cold. Yeah, maybe that's a good idea. But we don't have any firewood, do we? If we find some, then I guess, but man, I don't know either. Wisst ihr was? Ich glaube, bevor ich da was mache, mache ich ein Safe State, weil das ist, glaube ich, wieder, das ist so ein Punkt, wo es sich entscheidet, ob man es tut oder nicht. The old mansion. Oh, the old mansion? Just go out the front and turn right. Maybe we check there too if there's no map here. Wait, you aren't thinking of going there already, are you? Give this one a thorough search first. Shut up, I know. I was just asking, okay? Yeah, yeah. Okay, a large bookcase with minibox. Minibox, was haben wir hier? There's a poetry anthology on the desk. Anthology, das ist so ein Zusammenschluss von Sachen, oder? It has a bookmark in it. The center of the world is the secret place of gods. True secrets sleep forever in secrecy. Das Zentrum der Welt ist der geheime Platz der Götter. Die wahren Geheimnisse schlafen dort für immer in Geheimheit, sozusagen. There's an ashtray on the desk. Large bookcase, minibox. Je öfter man was sagt, desto weniger klingt es nach was. Minibox. Is that Mahagony? Mahagony. Ich mag das Wort. Mahagony. Was ist das denn? A goldfish bowl. The water inside is extremely murky. Das ist so ein Symmetrie-Rätsel, hä? Die beiden Räume sollen gleich aussehen. Some sort of sketchbook. I love Faser. Also, I love Faser.
Das ist wohl ein kleines Kind, was das geschrieben hat. He locked up lots of fishy fish. The fishy fish are so deplorable. Adorable. I hate looking at the fishy fish. Mhm. A ball. Chio is written on it. Shelves. Moment, was ist da auf dem Bild? Eine halbe Welt. Hm. A goldfish bowl. The water inside is extremely murky. Shelves. These shelves seem super wobbly. Wonder if I can move them? Hä? Move the shelves? Bitte was? Whoa, what's this? There's a huge hole in the wall. Bitte was? Wie habe ich das denn jetzt auf einmal hingekriegt? Ich... Toy buildings blocks. Chi is written on one. Also Chio und Chi. Some sort of sketchbook. Ah, Tatsache, da steht jetzt das gleiche, nur in verständlichem, besser verständlich. I love Father. He bought up lots of fishy fish. The fishy fish are so adorable. I love looking at the fishy fish. Ach, sie liebt es? Die Chi liebt die Fischis? Die Chio mag es nicht. Und was ist da drin? What's this? Some pieces of paper. Got documents. Mann, na, wenn das nicht ein Geheimnis ist. Fishy Fish. Garden of Delights. Items. An old bundle. What the hey is this? It's a bunch of gobbledygook I can't read. But maybe Saitaro could. Keine Ahnung, wie ich drauf gestoßen bin. Yeah, got something to ask. Documents. I found these in a wall, but I can't read them. How about you? Ach, this paper's old. Must have been written in the 80s or something. Let's see. There upon my grandfather's return from China. He bequeathed to me a methodology to prevent the propagation of germs. Wrote herein for future generations. The method is as follows. Also der Großvater ist von China zurückgekehrt. Er hat mir eine Methode erklärt, um Propagation, das ist irgendwie Voranschreiten, oder? Von Bakterien, von Keimen zu vermeiden für zukünftige Generationen. Die Methode ist wie folgend. Well, the writing's too faded to read much, but prevents the propagation of germs. Maybe it's about making disinfectant? Why the hell would that be here? Beats me. But preservatives are important for storing food, because I didn't used to have refrigerators. Aha. Also das Dokument, das zeigt, das weiß, soll eine Methode aufzeigen, wie man Desinfektionsmittel herstellt für Essen? Verstehe ich das richtig? Da sind ja nochmal Fischis. Schau mich nicht so an. Was schaust du so? Der sieht nicht freundlich aus. A light stand. A light stand. Dann setz dich hin. Setz dich hin, genieß die Zeit. Shelves. Wieso kann ich sie eigentlich hier nicht verschieben, aber bei der Ski? Oh, Bonsai-Bäumchen. A large Bonsai. Ein großer Bonsai, ein großer kleiner Bonsai-Baum. A pot. Is there something inside? Was? The opening's too small for my hand. Let me try turning it upside down. Ach, damn, is this heavy. Can't even lift this up. Then I'll have to reach for it somehow. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab sie gleich im Kopf gehabt. Denn was haben wir denn hier? Chopsticks! Long cooking Chopsticks. Haha! Maybe I could use these to get what's in the pot. Oh, ich bin schlau geworden. Ich hab verstanden, was die Spiele von mir wollen. So. Items, Chopsticks, Chopsticks. Aha, got it. Wait, damn it, it's just a key. Got a key. Was heißt hier nur ein Schlüssel? Key for the bedroom? For the master's room. For the master's room!
Das ist doch praktisch ein Schlüssel für eine verschlossene Tür. A trashcan, shells. It's locked from the inside. You can see a clasp through the gap. Doesn't seem like it'll open easy. Maybe I could work it with a wire or something? Hab ich was? Ach, da kann ich ja so jetzt das nachlesen, wenn ich will. Meine Güte, die Zeit vergeht. Das ist schon, das ist, sowas finde ich schon cool. Solche Horrorspiele, die aber auch viele Rätselelemente haben. Wire, wieso sollte ich das aber aufmachen? Das sieht mir nicht aus wie ein schönes Bild. Creepy. Ach, die ist schon schöner. Ah, verstehe. Das ist von der, wahrscheinlich von der Chi. Sie mag die Fischis. Für sie sind sie wie eine Königin. Und für die Chio sind die Fische etwas nicht Schönes. Deshalb wird es so dargestellt. Das ist die Piano. Komm, ein bisschen Musik machen. A flower dawns the cabinet. It's locked. Ich habe Items. Bedroom. Ach, ich habe schon wieder Frame Drops. Oh, klickeridu, das hat jetzt aber gedauert. Und das das Bedroom ist offen und ich gehe rein, ganz langsam. Wirklich, ich verstehe nicht, warum ich solche Frame Drops habe. Och, da glitzert was. Das hole ich mir aber, meine Damen und Herren, im nächsten Part von Mermaid Swarm. Also, dieser Fall von der Yuka, das ist wirklich mysteriös, aber die Rin, die scheint irgendeine Verbindung zu diesem Ort zu haben. Wer weiß, vielleicht ist sie ja eine Nachfahrin der Meerjungfrau und was weiß ich. Und deshalb hat sie diese Visionen, auch dieser Traum von diesem Schatten. Vielleicht dieser Fluch der Meerjungfrau, der die Yuka befallen hat, aber wieso dann nicht, warum nur die Yuka und nicht die Rin? Weil die Rin was damit zu tun hat, unbewusst. Eieiei, das wird spannend. Das ist schon so, wirklich, solche Horrorspiele, die aber auch was mit, sage ich, Detektivarbeit zu tun haben, ha? Oder Rätsellösung, ja? Was hat es damit auf sich? Was ist ihre Rolle darin? Das finde ich schon spannend. Und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Mermaid Swarm. Bis dann, hier 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.